Gottfried Benn, Reisen. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Havanna, weiß und hibiskusrot, bräche ein ewiges Manna für ihre Wüstennot? Bahnhofstraßen und Rühn, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren, spät erst erfahren sie sich. Bleiben und Stille bewahren das sich umgrenzende Ich. Liebe Freundinnen der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über Gottfried Benn, Reisen. Ich hatte vor noch nicht so langer Zeit die Gelegenheit, in Südtirol einen Vortrag zu halten über das Thema Tourismus. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon sehr lange beschäftige. Und bei diesem Vortrag habe ich dieses Gedicht von Benn als Leitfaden genommen, das mich durch den ganzen Vortrag begleitet hat, und Strophe für Strophe bin ich das dann durchgegangen. Und deswegen habe ich dieses Gedicht ausgewählt, um es jetzt auch hier auf meinem Lyrikkanal vorzustellen. Schauen wir es uns mal formal an. Wir kennen Gottfried Benn als Expressionisten. Da kennt man vielleicht Gedichte wie Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, Nachtcafé, Kleine Aster. Aber dieses Gedicht schaut schon ganz anders aus. Es kommt aus einer anderen Phase, aus einer späteren Schaffensphase. Und das sieht man eigentlich schon direkt an der Form. Die ist nämlich sehr konservativ. Das sind gängige Quartette mit Kreuzreimen. Wenn wir an seine expressionistischen Gedichte denken, die haben ganz anders ausgesehen. Die waren sehr viel wilder, sehr viel radikaler. Dieses Gedicht wirkt dagegen fast schon brav, wobei der Inhalt ja auch nicht brav ist, aber er findet einfach mit zunehmendem Alter hin zu einer klassischeren Form. Das kann man vielleicht tatsächlich auch vergleichen mit Goethe zum Beispiel, der ja auch in seiner Jugend sehr viel freiere Gedichte geschrieben hat und später dann zu einer klassischen, strengeren Form gefunden hat. So, das Gedicht ist von 1950 und thematisiert etwas, das uns heute ganz vertraut ist, was aber damals gerade erst so zaghaft angefangen hat, nämlich den Tourismus und vielleicht auch den Massentourismus. Und hier haben wir einen Sprecher, der jemanden anspricht, also dieses Sie, meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt. Wer dieses Sie ist, wissen wir nicht, aber wir können ahnen, das ist vielleicht nicht unbedingt ein guter Freund, weil diese distanzierende Anrede Sie schon zeigt, da ist nicht Vertrautheit da, sondern das ist eher so eine Distanz, die hier zwischen diesen beiden Interlokutoren, zwischen den beiden Sprechern da ist. Also da redet jemand und es gibt aber keine Antwort. Das kennen wir auch aus anderen Gedichten von Benn, das ist wie bei Mann und Frau, gehen durch die Krebsbaracke. Aber da sind die beiden Sprecher doch ein bisschen anders, die stehen in einem anderen Verhältnis. Also hier wird mit einem Sie geredet und dieses Sie wird relativ kritisch angesprochen. Ja, meinen Sie Zürich zum Beispiel, so eine tiefere Stadt? Tiefere, das ist ein Vergleich. Tiefer als was? Tiefer als da, wo wir jetzt gerade sind, kann man hier mitdenken. Also glauben Sie, wenn ich jetzt nach Zürich fahre, da ist es besser als hier. Das steht nicht als hier, das können wir uns aber denken, weil es sehr naheliegend ist. Also Benn lebte in Berlin und man kann sagen, ja, glauben Sie, Zürich ist jetzt besser als Berlin. Und da hat man es schöner als hier. Also man hat schon das Gefühl, dieser Sprecher ist fast ein bisschen pikiert. Und sagt, ja, du willst jetzt da hinreisen, weil du glaubst, da ist es schöner oder da findest du etwas, was du hier nicht findest oder was.
Das ist übrigens ein Thema, mit dem sich auch Schiller beschäftigt hat. Und das ist vielleicht ein Gedicht, das ich auch noch auf meinen Kanal stellen werde. Da stellt nämlich Schiller auch schon eine ganz ähnliche Frage. Ja, glaubt ihr denn, woanders ist es besser oder tiefer oder anregender oder inspirierender als da, wo wir jetzt halt gerade sind? Das ist dieselbe Frage hier. Und die wird in der zweiten Strophe weitergeführt. Meinen Sie aus Havanna? Weiß und Hibiskusrot bräche ein ewiges Manna für Ihre Wüstennot. Jetzt Havanna, die Hauptstadt von Kuba, wird hier mit Farben assoziiert, weiß und Hibiskusrot. Weiß ist ja immer die Farbe des Strahlenden, des Reinen, des Glänzenden auch. Auch der Unschuld, aber jedenfalls sehr positiv, sehr sauber. Und hier haben wir auch Hibiskusrot im Zusammenhang mit diesem schönen Weiß. Und der Hibiskus, Hibiskusblüte, die wir uns da vielleicht direkt vorstellen, die hat auch was sehr Exotisches. Also dieses Hibiskusrot, das ist eine exotische Farbe, die wir hier mit Kuba, mit vielleicht Sommer, mit einer ganz anderen tropischen Welt vielleicht in Verbindung bringen. Also wirklich ganz etwas anderes als vielleicht die Tristesse und das graue Leben in einer Stadt. Havanna weiß und Hibiskusrot, also ganz eine andere Atmosphäre. Ja, glauben Sie, da bräche ein ewiges Manna für Ihre Wüstennot. Und jetzt das mit diesem Manna, das ist eine biblische Geschichte. Ben hat sich viel auch mit so biblischen Symbolen beschäftigt. Es gibt da einige Gedichte, wo das aufkommt. Und hier haben wir die Geschichte von Moses, der das Volk Israel von Ägypten wegführt, aber er führt sie ja auch hinein in eine Wüste. Das erklärte Ziel ist ja dann das gelobte Land, aber vorerst sind die mal in der Wüste und dort hungern sie und dürsten und dort geschehen dann auch einige Wunder. Unter anderem fällt dann eben Manna vom Himmel und das Volk ist gerettet und muss nicht mehr hungern. Also das ist so eine Himmelsspeise, mit der man sich nähren kann. Und wir ahnen, hier geht es natürlich nicht um einen körperlichen Hunger, hier geht es um einen geistigen Hunger. Das ist also eine geistige Wüstennot. Hier unterstellt also der Sprecher, du willst also für deine geistige Not, für deine innere Leere, für deinen inneren Hunger nach Bedeutung, nach Sinn im Leben, diesen Hunger willst du stillen, indem du wegfährst, indem du jetzt nach Havanna fährst, weil dort denkst du, da ist es so toll und exotisch und da kann ich dann mich laben an diesem himmlischen Manna, das mir da plötzlich ewig unerschöpflich sozusagen zur Verfügung stellt. Das glaubst du anscheinend wirklich. Also diese zwei ersten Strophen, das sind die erste und zweite Strophe, die sind zwei Fragen und es sind eigentlich rhetorische Fragen. Und wir wissen, die Antwort ist nein, Zürich ist keine tiefere Stadt als Berlin oder Wien oder Bielefeld. Und wir wissen, nein, auch aus Havanna wird nicht die Erlösung kommen für unsere innere Wüstennot. Diese Erlösung müssen wir uns, wenn schon, selber besorgen. Und das ist eben das, was dann in der nächsten Strophe auch rauskommt. Bahnhofstraßen und Rühen, Boulevards, Leaders, Lahn, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Er zählt hier Straßen auf, Bahnhofstraßen, Rühen, da sind wir jetzt in Frankreich, Boulevards, Lido, da denken wir vielleicht an Venedig, an Italien, Lahn, da sind wir in den Niederlanden und die Fifth Avenue, da gibt es eigentlich nicht mehrere, das ist ja eigentlich die Fifth Avenue in New York, sehr berühmt. Er macht daraus mehrere, einerseits wahrscheinlich des Reimes willen, aber andererseits auch, um zu zeigen, das ist so austauschbar. Ja, irgendwelche Fifth Avenue, die sind am Endeffekt alle gleich. Hast du eine gesehen, dann hast du die anderen auch gesehen. Es ist nichts Besonderes, das ist hier die Behauptung. Denn auch dort, auch auf diesen einzigartigen, sehenswerten Straßen, fällt sie die Leere an. Und das ist nicht eine äußere Leere, das ist nicht, weil es dort langweilig ist, sondern weil du innerlich leer bist. Wenn du innerlich leer bist, innerlich Sinn suchst, dann brauchst du auch nicht in die Welt hinausreisen, denn auch dort wirst du nicht Erfüllung finden. Die ist nicht draußen, die ist nur drinnen.
Und da sehen wir wieder eine Parallele zu Schiller. Auch Schiller schreibt genau diesen Gedanken auf. Und hier schließt Ben, ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren sie sich. Und er macht hier dieses Wortspiel mit fahren und erfahren. Ich kann durch die Welt fahren, aber trotzdem nichts erfahren. Ich kann gleich leer zurückkommen, wie ich aufgebrochen bin. Und da haben wir auch einen gewissen kritischen Blick auf den Tourismus. Denn der Tourist, der fährt ja vielleicht auch weg, um sich selber näher zu kommen, um Horizonte zu erweitern, um etwas mitzunehmen. Aber je nachdem, mit welcher Einstellung man fährt, nimmt man gar nicht so viel mit. Irgendwelche Souvenirs, aber eigentlich für sich selbst, spirituell, bleibt man genauso leer, wie man vorher war. Spät erst erfahren sie sich, bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Das ist der alte Ben. Das ist so ein Thema, das ihn im zunehmenden Alter beschäftigt, diese Grenze, sich umgrenzen, statt sich zu entgrenzen. Da gibt es ein sehr wichtiges Gedicht, das er geschrieben hat, Verlorenes Ich. Da geht es eben um dieses Wegfallen von allen Grenzen, dieses Verlieren von Orientierung, dieses Verlieren von Halt. Und sich selbst erfahren bedeutet auch, sich selber beschränken, weil man in der Beschränkung Orientierung hat und Halt hat und Geborgenheit hat. Und dieses Entgrenzte, dieses Weggehen und Umherirren und auf Wanderschaft gehen, das ist eben nicht etwas Erstrebenswertes oder Schönes, das ist eigentlich auch etwas sehr Leeres und auch etwas sehr Unstetes. Und da findet man sich nicht. Bleiben und Stille bewahren, also in der Ruhe sein, auch aushalten, dass man da ist und da sein muss und nicht immer davonrennen kann, weil die Welt als Flucht, das steht in Verlorenes Ich, die Welt als Flucht. Und das ist hier, was er wieder aufgreift. Ich fliehe nach Zürich, ich fliehe aus Havanna, ich will mir Bedeutung geben, indem ich zu mystischen Orten hinfahre, die Wunder und Wein immer als Inhalt haben. Aber diese Wunder und Wein, wenn die nur was Äußerliches sind, dann kann ich davon nichts mitnehmen. Und das ist hier diese Kritik an diesem unsteten Reisen. Wir können da auch einen Bogen schlagen zur Romantik. Im 19. Jahrhundert, der Romantiker ist ja immer unterwegs, ist ja ein Wanderer, der nie seine Heimat findet, der immer rastlos von einem Ort zum anderen zieht und nicht weiß, was er eigentlich soll in der Welt und der diese Heimat und dieses Bleiben und dieses Bewahren eigentlich herbeisehnt, aber nirgends findet. Und hier ist eben das Pendant dazu, das ist wie eine Antwort darauf, ja, dieses Reisen, das wird dich nicht glücklich machen, wenn du nicht in dir ruhst, dann findest du keine Ruhe und keinen Halt. Und dieses Reisen ist dann nur ein Davonlaufen vor deiner inneren Leere, aber es wird dir nicht Glück bringen. Das ist hier ein sehr bitteres Fazit, aber vielleicht auch ein tröstliches Fazit, denn es heißt ja auch, wenn du jetzt nicht reisen kannst, dann musst du nicht traurig sein, denn die Erfüllung und das Besondere, das kannst du auch in dir finden. Du musst nicht davon rennen, du musst es nicht draußen finden, du musst nicht traurig sein, wenn du nie nach Paris kommst, wenn du nie nach Samarkand kommst, an diese Orte, die so magisch klingen, denn du kannst dein Paris, dein Samarkand, deinen magischen Ort direkt hier finden, wo du jetzt bist, vielleicht auch in der Poesie, vielleicht in der Kunst und in einem magischen, mystischen Moment, den du dir selber innerlich erschaffst. Und was mir noch gefällt, und das möchte ich hier als Abschluss anfügen, Erich Kästner hat in einem Epigramm, in einem seiner kleinen, sehr pointierten Gedichte, den gleichen Gedanken mit ein bisschen einem Augenzwinkern auf den Punkt gebracht. Und dieses Gedicht, das ist für mich hier das Echo, das Gottfried Benn da bringt. Und das Gedicht heißt »An die Maus in der Falle«. »Du rennst im Kreis« und suchst ein Loch? Du rennst umsonst. Begreif es doch. Besinn dich. Ein einziger Ausweg bleibt dir noch. Geh in dich.
Thank you.